Eintrag ins Reisetagebuch, Mittwoch, 2.9., 9 Uhr. Optimales Wetter heute. Die Hitze der beiden letzten Monate ist endlich vorüber. Es wird nun höchste Zeit, dieser beschissenen Geräuschkulisse zu entfliehen. Nur noch aufsatteln, am frühen Nachmittag geht es endlich los. In dieser und den kommenden Folgen der Reihe Drehmomente nehme ich dich mit auf eine Deutschlandrundreise. Auf zwei Motorrädern reisen wir fast 3000 Kilometer durch unser Land, um Landschaften kennenzulernen, die wir zuvor noch nie besucht hatten. Unsere Route führt uns zunächst in nordwestliche Richtung ins Ruhrgebiet, dann nach Nordosten auf die Insel Rügen, weiter Richtung Süden ins Elbsandsteingebirge und zuletzt zurück in die Heimat nach Baden-Württemberg. Auf unserer ersten Etappe fahren wir über den Kraichgau ins Rheintal. Im Pfälzerwald wird es erstmals landschaftlich reizvoll. In der Nähe von Kaiserslautern liegt unser Etappenziel. Der Naturpark Pfälzerwald erhielt 1992 von der UNESCO die Anerkennung als Biosphärenreservat. Er umfasst eine Fläche von fast 180.000 Quadratkilometern. Rund drei Viertel des Naturparks bildet die Mittelgebirgslandschaft Pfälzerwald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Der Naturpark beeindruckt hauptsächlich durch seinen roten Buntsandstein, der hier auch häufig als Baumaterial Verwendung findet. Weiler an der Alsenz kommen wir im sehr komfortablen Hotel Klostermühle unter. Wir lassen den Tag bei einem dunklen Donnersberger und einem Schnitzel vom Eichelschwein ausklingen. Nordpfalz ist ein hügeliges bis bergiges Land, das vom Massiv des Donnersbergs überragt wird. Sie ist sehr dünn besiedelt, einziger Landkreis ist der Donnersbergkreis. In
Heiligenmoschel werden wir dem Ortsnamen gerecht und bemoschen das Ortsschild. Deutlich gemächlicher geht es hingegen in Schneckenhausen zu. Im weiteren Verlauf der Tour streifen wir den nordöstlichen Teil des Hunsrücks, überqueren den Rhein und fahren durch den Taunus bis in den Westerwald. Hunsrück, Taunus und Westerwald sind Teile des rheinischen Schiefergebirges, das bis nach Luxemburg, Frankreich und Belgien reicht. Eintrag ins Reisetagebuch, Donnerstag, 3.9., 12.45 Uhr. Optimales Wetter heute, Temperaturen über 20 Grad. Mit der Rheinfähre setzen wir gleich über auf die hessische Rheinseite. Die Pfalz war sehr beeindruckend, sie bietet wirklich schöne und abwechslungsreiche Landschaften. Wir sind gespannt, was uns in Taunus und Westerwald erwartet.
Eintrag ins Reisetagebuch, Donnerstag, 3.9., 16.40 Uhr. Pension Fernblick in Bad Marienberg, Kilometerstand 425. Frisch ist es geworden. Wir lassen den Abend mit einem Hachenburger Pilz ausklingen. Zurück in der Unterkunft stellen wir fest, dass wir in einer Künstlerpension gelandet sind. Der Hausgarten ist hübsch gestaltet und voller Kunstwerke des Hausherrn. Vom Westerwald aus starten wir in Richtung Siegtal. Wir fahren im Sauerland an einigen Stauseen vorbei. Bei Hohenlimburg gelangen wir ins Lennetal und von dort an die Ruhr. Wir befinden uns nun im Sauerland in Westfalen. Das Sauerland umfasst den nordöstlichen Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Die verhältnismäßig dünn besiedelte Region hat viel Wald und viele Stauseen. Eintrag ins Reisetagebuch, Freitag, 4.9., 12.40 Uhr. Optimales Wetter heute. Es ist nach wie vor freundlich, etwas frischer, Temperaturen knapp über 10 Grad. Im Siegtal waren es kurzzeitig sogar über 14 Grad. Jetzt sind wir an der Biggetalsperre im Sauerland und machen Pause. Den Abend lassen wir in Essen mit einem Stauderpilz und Diebelsalt ausklingen.
Wir besichtigen in Essen das Industriedenkmal Zollverein, das seit 2001 zum Welterbe der UNESCO gehört. Hier einige Fotoimpressionen. Die Zeche Zollverein war ein von 1851 bis 1986 aktives Steinkohlebergwerk. Die benachbarte Kokerei Zollverein war von 1961 bis 1993 aktiv und galt zu dieser Zeit als die modernste Kokerei Europas. Das Hauptprodukt Koks wurde für die Verhüttung in der Eisen- und Stahlgewinnung eingesetzt. Der Eintritt in das Gelände ist kostenlos. Für die Teilnahme an Führungen oder den Zutritt zu Museen werden Entgelte erhoben. Wir nehmen an einer Führung durch die Kokerei teil und bekommen die miserablen Arbeitsbedingungen von damals vor Augen geführt.